Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elex 2. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir haben Hank gefunden, der uns ordentlich übers Ohr gehauen hat. Und er befindet sich hier bei den Outlaws. Hat uns aber auch beim letzten Mal ordentlich verdroschen. Sogar getötet, um genau zu sein. Und ich werde es jetzt einfach nochmal versuchen. Den Dialog werde ich jetzt beim ersten Mal nicht wegdrücken, falls ihr das letzte Video nicht gesehen haben solltet. Hier hast du dich also versteckt. Kennen wir uns? Stell dich nicht dumm. Ah, ich erinnere mich. Der Trottel aus dem Fort. Auf einmal nicht mehr so freundlich, was? Ich habe dich zu nichts gezwungen. Also verpiss dich. Gib mir meine Splitter zurück. Hier, heul damit einer Nutte die Ohren voll. Mehr wirst du von mir nicht kriegen. Und wenn du aufmuckst, nehme ich dich auseinander. Ich werde dafür sorgen, dass du niemanden mehr betrügen wirst. Da krieg ich aber Angst. Es wird mir viel Freude bereiten, dir eine weitere Lektion zu erteilen. Auch wenn es deine letzte sein wird. Komm her! Prügel den Verstand ein! Den Tempo schlaf ich ein. Ja, die Attacken von ihm sind heftig. Und jetzt haben wir schon wieder das. Entscheidet euch mal. Oh Mann, kann man das irgendwie in den Einstellungen umstellen? Ich schaue mal. Ach, hier kommen wir gar nicht zu den Einstellungen. Oder wir nehmen es ihnen später vor. Obwohl, das kriegen wir irgendwie hin. Nochmal. Nein. So. Bei dem Tempo schlafe ich ein. Gleich nachsetzen. Ah, schaut euch das mal an, der hat noch nicht viel. Denk bis zu Ende. Und jetzt? Bring es zu Ende. Lass sie schrecken. Waffe runter. Willst wohl doch keinen Ärger, was? So. Haben wir das erledigt. Wusste ich doch, dass wir es schaffen. So. Gut. Ja. Ich glaube, wir sind ja bei weitem noch nicht überall gewesen. Irgendwo hier müssen sich doch auch Logan und Nesty rumtreiben. Oder nicht? Obwohl, die können ganz woanders sein. Vielleicht sind die bei den Morkons. Oder Morkons, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was wir noch als Aufträge haben. Westlich vom Krater aufgemacht. Hier können wir ja nochmal gucken. Hier finden wir Dixon. Und dort finden wir jetzt... Moment mal. Können wir hier nicht noch was aufbessern? Den Berserkerbogen? Den können wir jetzt verbessern. Ne, den konnten wir auch vorher verbessern. Wir haben jetzt aber 3 Stück. Ach ja, ich bräuchte eigentlich eine Schmiede für mein Schild.
Na gut. Was steht da? Was hast du denn für einen Namen? Nils, Ole, Erik, Ale, Aaron. Bist du endlich wieder zurück? Hast du meine Sachen dabei? Ich bin übrigens Nils. Du musst mich verwechseln. Ach so? Oh. Ich kann mich nur erinnern, dass ich jemandem meine Splitter gegeben habe, um mir meine Sachen wiederzubringen. Ich dachte, das wärst du. Aber gut, dann kennen wir uns anscheinend noch nicht. Ich heiße übrigens Erik. Hast du nicht gerade gesagt, du heißt Nils? Wovon redest du da? Warum sollte ich das sagen? Du verwirrst mich. Hast du denn meine Sachen dabei, um die ich dich gebeten habe? Von was für Sachen redest du da? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich hatte ein paar Sachen dabei. Dann waren da so Viecher. Dann kam Nils und hat mich gerettet. Ich dachte, du bist Nils. Red keinen Stuss, ich heiße Aaron, habe ich dir doch schon gesagt. Bist ganz schön vergesslich. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall kam er und hat mich gerettet. Dann war ich plötzlich hier und er hat mich alleine gelassen. Und meine Sachen hat er auch mitgenommen. Glaube ich. Wer ist eigentlich dieser Nils? Wovon redest du da? Das bin doch ich. Ich meine den Typen, der deine Sachen geklaut hat. Du hast erzählt, ich hätte jemand hierher gebracht. Ja. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du mir meine Sachen zurückbringen? Wie heißt du nochmal? Nils. Du bist echt vergesslich. Wegen deiner Sachen. Ah, hast du sie dabei? Wo hast du deine Sachen zuletzt gesehen? Ich weiß noch, dass wir zusammen im Süden Halt gemacht haben. Am Rand des Kraters bei einem kleinen See war das, glaube ich. Dort habe ich alles zurücklassen müssen, das mir was bedeutet hat. Suchst du die Sachen für mich? Was sind das eigentlich für Sachen, die du suchst? Alles, was mir etwas bedeutet hat, war dabei. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aaron hat sich immer über mich lustig gemacht, dass ich alles mit mir herumschleppe. Hat gesagt, ich soll doch einfach mal alleine losgehen. Aber das kann ich nicht. Alleine bin ich doch aufgeschmissen. Ich verstehe kein Wort. Ist nicht so schlimm. Frag einfach Nils, er wird dir alles erklären. Mhm. Hast du sie verloren oder wurden sie dir abgenommen? Das... keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich heiße übrigens Aaron. Schön, dich kennenzulernen. Oh, Mann. Ich werde deine Sachen für dich suchen. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest meine Sachen schon dabei. Dann, danke schön. Ich werde hier auf dich warten. Mhm. Oh Gott. Das wird ja spaßig. So, war hier nicht auch so ein riesen Urtier oder irgendwas unterwegs? Wir werden erstmal die Felslibelle da aus dem Weg schaffen. Ja, ausgerechnet jetzt fliegst du weg, ne? So. Ich speichere mal lieber. Hier sind wir auch falsch, aber hier müssten die Sachen von Nils, Ole, Aaron, wie auch immer sein. Hübsch. Ha,
Ah, ich mag es noch nicht, im Dunkeln unterwegs zu sein. Aber zum Glück haben wir hier in dem Teil ja eine Lampe. Wir wollen nicht den Sturmwarer nur auf uns aufmerksam machen. Da hinten ist noch ein Ripper. Ah, da geht's auch zum See. Beim Sturmwaran wahrscheinlich, oder? Den Ripper werde ich jetzt erledigen. Ja! Woanders lang. Da kommen wir zu nah an dem Vieh vorbei. Wo ist denn der Weg zu dem See? Wir liegen da unten. Ein junger Schakal. Stirb. Das scheint dann der Weg zum See zu sein. Ist das hier überhaupt ein Weg? Rechts von uns ist der Weg. Speicher lieber nochmal nicht, dass an dem See irgendein Riesenvieh ist und er deswegen die Sachen zurücklassen musste. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass es auch die Ripper waren. Liegen ein paar Leichen. Aaron tot. Hier sieht es so friedlich aus. Was dagegen, wenn ich mal in den See pissen gehe? Oh, tu dir keinen Zwang an. Ach,
Später vielleicht. Muss erst noch ein bisschen Druck aufbauen. Erik ist auch tot. Das scheinen die Sachen zu sein, die ich für diesen vergesslichen Typen suchen sollte. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Bin gleich da. Ladehemmungen. Warum schießt du nicht? So, hier am See liegen bestimmt noch mehr Leichen. Ja. Ole. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Ehe. Ich glaube, ich habe alles. Ich sollte zurück in die Kraterstadt gehen. Und hier haben wir noch Gold. Also, wir hatten hier... Ah, jetzt sehen wir die Namen nicht mehr. Moment. Bei den Besitztümern sehen wir es doch. Wo sind sie? Ailes, Oles, Eriks und Aaron. Das heißt, er ist Nils. Ging gerade wer. Ich weiß nicht, ob es ein Händler war oder irgendwas anderes. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch zu Moment. Crane. Das müsste ja der Punkt hier im Norden sein, der markiert ist. Erst gerade unten leuchten sehen. Was ist denn das da unten? Warum blinkt das da unten so rot? Sind das Minen? Oder ein Grafikfehler? Ich speichere mal und guck mir das mal an. Speicher mal lieber. Da macht's einen Abflug. Mittlerer Elixitrank. Beschädigtes Lasergewehr.
So. Ach, das ist er wieder. Wo finden wir denn jetzt Crane? Er hat sich in einem Versteck westlich vom Krater aufgemacht. Das ist Dixon. Westlich von Krater wäre ja hier irgendwo. Aber wieso sehen wir das nicht? Ha. Okay, merkwürdig. Machen wir erstmal das hier. Sind das ja die Sachen, die du suchst? Du hast es gefunden. Du hast meine Sachen gefunden. Sie waren alles, was mir jemals etwas bedeutet hat. Warum freue ich mich nicht? Ich fühle nur Traurigkeit. Wo hast du die Sachen gefunden? Ich habe sie bei einigen Leichen gefunden. Oh. Alles, was mir etwas bedeutet hat. Ich glaube, ich erinnere mich. Da waren Kreaturen. Erik hat geschrieben, überall Blut. Ich habe sie zurückgelassen. Ach, hi. Ich heiße übrigens Aaron. Und du? Du hast doch gerade angefangen, dich zu erinnern. Erinnern? Woran? An deine toten Freunde, an die Sachen, die du gebraucht hast und so. Nein, nein, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Wenn du nichts weiter von mir willst, ich werde mir dann mal ein bisschen die Beine vertreten. Vielleicht gehe ich später noch in den Kinderhort einen trinken oder so. War schön, dich kennengelernt zu haben. Besuch mich mal wieder. Okay. Merkwürdig. Oh, guck's denk, ne? Leitfaden zum Schürfen schon wieder. Ach, wir hätten Kaffeebohnen auch hier ganz locker stehlen können überall. Wir gar nicht kaufen müssen. Aber wieso kommen wir da nicht ran?
mein Tresor. So, gucken wir mal. Zahlen, die immer kleiner werden. 9, 8, 7, 6. 8, 5, 4, 2. Okay. Geht doch. Ich auch irgendwo pennen? Noch ein Tresor. Okay. Größer. Sind auch alle Zahlen möglich? 9 ist größer als 0, 1, 2. Okay. Die 5. Geht doch. Jägerspezialisierung. Plus 5 Stärke, plus 1 erfahrener Jäger. Ist ja das, was wir lernen wollen, aber dafür jetzt extra so einen Modifikator anlegen, das wollen wir auch nicht. Da oben steckt Treibstoff, Leute. Jo, den schreibe ich auch direkt mal auf. Wie viel Treibstoff? Oh, warte, war ja gerade ein Tresor. War ja gerade ein Tresor. Lass mich rein. Nein, habe ich irgendwie übersehen. Ja, ich wollte gerade mal gucken, wie viel Treibstoff wir jetzt überhaupt haben. Wir haben 9. 9 im Inventar und ich glaube, wir hatten schon ordentlich aufgewertet, oder? Schon auf 22, okay. Aber irgendwie fällt mir das nicht auf. Vielleicht müssen wir hier von den anderen Sachen mal was belegen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich hier gerade ganz andere Prioritäten, was ich verbessern will. Fernkampfwaffen wollte ich ja auch erhöhen. Stimmt. Und Stärke. Kriegen wir noch eher mal irgendwie 10 Attributspunkte durch Gerissenheit? Okay. Aber wir hatten doch noch einen Elex-Trank. Können wir uns nochmal einen Attributspunkt holen? Ich nehme auch mal einen mittleren Heiltrank, dass sie wieder hier voll sind. Und eine Schmiede wäre geil, dass sie hier mal die ganzen Sachen verbessern können und die dann für teuer Geld verkaufen. Na also, interessant. Und irgendwie scheinen wir noch ein paar Sachen im Inventar zu haben, die ich mal wieder übersehe. Ach ja, zack. Beschädigtes Lasergewehr. Beschädigter Alpblaster. Okay. Okay. Genau. Was auch immer. Hört er mich? Hat man gerade so das Gefühl. Ich sag okay und er sagt auch okay, was auch immer.
Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, das denke ich mir. Hast du dich verlaufen? Nö, nö. Nachts sehe ich eher noch weniger. Als ob der Ort nicht schon unübersichtlich genug sei. Ach, das war er wieder. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, Leute, ob wir jetzt hier alles haben oder nicht. Sehr unübersichtlich das Ganze. Und ehrlich, und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gerade nicht, was ich als nächstes in Angriff nehmen soll. Er sagte ja auch, das eilt nicht unbedingt. Ich habe auch keine Lust, jetzt zu den Morkons zu gehen. So, den Outlaws will ich mich auch nicht anschließen. Das heißt, eigentlich könnten wir uns tatsächlich jetzt mal... So, wir waren bei den Klerikern, wir waren bei den Berserkern, gerade bei den Outlaws, Morkons und Alps. Den Alps will ich mich ja anschließen. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, dass wir jetzt zu den Morkons reisen. Und uns das Lager der Morkons mal anschauen. Aber da werden wir ja wieder einige Aufgaben bekommen. Da möchte ich vorher Praktika lernen. Und Praktika können wir, ich glaube, auch bei den Klerikern lernen. Ne? Hatten wir da nicht Eva? Genau, Eva. Da gehe ich lieber zu Eva und lerne da. Jetzt nicht. Kleriker und ihre Burgen. Das habe ich nie verstanden. Die Typen bauen Roboter und so ein Zeug, aber leben in alten Ruinen. Von wegen neue Klamotten und Essen satt. Die Jungs hier haben ja weniger auf der Naht als wir. So schlecht war der Kantinenfraß doch nicht. Hörst du das? Das ist mein Magen! Immerhin mussten wir uns keine Matratze teilen. Ist das nichts? Der Schlafsaal hat nach... wer weiß nicht was gestunken. Ich musste mir sogar meine alten Socken in die Nasenlöcher stopfen. Ja und? Wo ist das Problem? Ich krieg den Gestank nicht mehr aus dem Gesicht. Und dieses ständige Gebete, da wird man ja wahnsinnig. Du hast auch an allem was auszusetzen. Aber wenn's dich beruhigt, ich habe eine brandheiße Info gesteckt bekommen. Die Morkons suchen Leute wie uns. Ich sag dir, bei denen kommen wir groß raus. Meine Füße sind jetzt schon ganz aufgequollen. Ich schaff keine 20 Schritt. Dann trete ich dich eben hin. Los, schwing die Hufe! Die sehen wir hier auch die ganze Zeit, ne? Die hier die ganzen Lager ablaufen. Oh, wir haben gar keine Rosen für sie dabei. Was kannst du mir beibringen? Was auch immer dein Verstand fassen kann. So, wir lernen jetzt erstmal Praktika.
So. Ich Idiot. Okay, ich Idiot. Praktika hätten wir gar nicht gebraucht, sondern das für die Monster. Haben wir nicht noch so ein Teil? Für die Monster? Spezialisierung, Stärke und erfahrener Jäger, genau. Das könnte man machen. Stärke und erfahrener Jäger. Dann ebenso. Das war dumm, Leute. So, bevor wir zu den Morgons gehen, würde ich aber sagen, gehen wir nochmal in die Bastion. Hier hatten wir doch alles. Munitionspresse, Fernkampfbank, hatten wir nicht hier auch einen Amboss? Sockeltisch. Ach so, wir haben ja noch eine Karte gefunden, ne? Sogar zwei, Kartenstück 5 und Kartenstück 11. Okay. Hier haben wir den Jetpack-Tisch. So, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal unseren Treibstoff um 9 erhöhen. Obwohl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwann steht, dass wir mehr Treibstoff oder mehr Intelligenz brauchen. Anscheinend nicht. Langstreckenflieger haben wir gerade freigeschaltet. So, 31. Fehlen noch 19. So, aber wo haben wir denn hier eine Schmiede? Irgendwo hatten wir doch hier auch eine Schmiede. Eine Schmiede. Irgendwo stand eine Schmiede rum. Vielleicht sollte ich mir die mal markieren. Warte mal, stand da gerade Fox? Ja. Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich behalte dich im Auge. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind also ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Mhm. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Ja, schon, aber
Was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Wo sind diese Alps, die angeblich deinen Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück. Alles Klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um die Ecke. Ach du Kacke, das passiert dir direkt. Ich wollte nur wissen, wo das ist. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Ich will noch nicht gegen Alps kämpfen. Dem will ich mich doch anschließen. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Ich dachte, die Alps hätten hier hinten ihren... Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig, wir klären das schon. Können wir mit denen reden oder greifen die uns direkt an? Okay, gut. Die Frage hat sich beantwortet. So nicht! Einer ist aber noch da. Da oben ist schon wieder Treibstoff. Und da steht der letzte Scout. Moment, ich will aber was ausprobieren. Geheime Attacke von hinten machen. Alpschild. Ich glaube, das sieht besser aus als unser blöder Wok. Die Frage ist nur, ob wir es auch benutzen können. Oh, ist auch besser als unser Schild, oder? 55% Schadensreduktion, 80% Schadensreduktion. So, dann heben wir hier noch den Treibstoff auf und noch einen Trank des Scharfschützen. Wie schön. Aufschreiben. Bremsraketen und
Ein kleiner Elixitbeutel. Sehr schön. Oh Mann, haben wir viel im Inventar. So. Na also. Und wir steigen auch bald wieder auf. Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling. Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der, mal der. Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau. Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Alles fit? Bestens. Müssen wir noch lange hier rumstehen? Du ja. Ja. Wir könnten ja von hier dann auch zur Grotte gehen und doch bei den Morkons gucken, aber ich wollte ja eigentlich wollte ich ja an der Schmiede die Waffen verbessern. Das können wir aber auch hier machen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Schmiede direkt vor Ort. Nicht wahr? War doch hier. Ja, hier, ne? Hier hatten wir auch eine Schmiede, die wir nutzen können. Genau, und dann gucken wir jetzt mal. Ach du Heiliger. Die kriegen wir nicht so einfach aufgewertet, wie ich gedacht habe. Die Großaxt können wir zur verbesserten Großaxt machen. Gucken wir mal, was wir alles machen können. Das können wir auf jeden Fall machen. Beschädigte Langschwert zu einem Langschwert machen. Die Sphärenklingen brauchen 10 Stück und dann dunkles Elex. Ich weiß nicht, ob die so gut sind. Obwohl, wenn ich das jetzt hier mitsehe. Noch ein Alpschild. Aber wir können das jetzt hier machen. Verbesserter Schild. Dürfte auf jeden Fall jetzt auch mehr wert sein. Selbst das verbesserte Schild ist schwächer als ein normaler Alpschild. Okay. Ah, noch eine Schrotflinte. Eigentlich wollte ich ja bei den... Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass diese Waffen auch bei den Morkons angeboten werden.
Wobei Schrotflinten ja eigentlich... Ah, stopp. Eine Schrotflinte der Morkons. Da brauche ich gar nicht bei den Outlaws zu gucken. Okay, dann werde ich jetzt tatsächlich mit Fox... Ich weiß nicht, ob ich Fox jetzt mitnehmen soll. Oder ob wir Bully noch mitnehmen sollen. Was ist eigentlich mit Kaya? Wo hängt die denn gerade rum? Moment, genau. Ja, Kaya ist tatsächlich hier wieder. Die hält sich beim Weltenherz auf, hier beim Mana-Schrein, ne? Hm. Ich weiß nicht, was Fox sagt. Aber da soll ich noch mal... Ja, ich nehme Quoni mit. Ich glaube, der macht uns am wenigsten Probleme. Ich glaube, Fox könnte ganz schön zu Problemen führen bei den Morkons. Commander, eine neue Ortung von Kontrollknotenchips. Dieses Mal in Tavar. Hört sich gut an. Wir haben ja noch ein paar offene Fragen. Was genau bezwecken die Eindringlinge mit ihren Chips? Sind es wirklich nur Wanzen, die uns Menschen abhören sollen, oder steckt noch mehr dahinter? Abreise möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Du bist eine Maschine. Was könnte dich dazu veranlassen, einmal nicht abreisefertig zu sein? Wenn du deine Zahnbürste vergisst? Die Säuberung meiner primären Systeme wird beim Wartungsprozess im Depot durchgeführt. Ich weiß, Kleiner, du bist eine reinliche Maschine. Analysiere. Ja, machen wir die Aufgabe, dann haben wir ihn dabei und dann gehen wir danach zu deiner Ortungsstelle dieser Chips. Abreiseprotokoll läuft. Und da verschwindet Fox. Oh, wo sind wir denn Petzer hier? Petzer direkt vor uns. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Und auch nicht gerade wenig, ne? Ich muss weitermachen. Ich weiß, ich hätte für Dex vieles besser machen können. Aber noch ist es nicht zu spät. Ich folge. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ich glaube, die Mission hätten wir vielleicht noch nicht nehmen sollen. Wenn ich den Kurator sehe. Das waren die Handgranaten. Sie haben Kuratoren in Ihrem Rang. Der nächsthöhere Rang bei den Fremden. Na schön, dann mal los. Aber die dürfen noch gut Erfahrungspunkte bringen. Oh! Wenn wir uns nochmal treffen, sind wir hinüber.
Streitkraft des feindlichen Spähtrupps erheblich größer als bisher. Gut zu wissen. Dann müssen wir vorsichtig sein. Ha, die Insel kennen wir doch aus dem ersten Teil. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Commander. Alles im grünen Bereich? Wie sieht's aus? Haben Sie die alten Rechner hier auch manipuliert? Zahlreiche Kontrollknotenchips in den umliegenden Maschinen geortet und eliminiert. Die Fremden scheinen außerdem einige Bausteine dieser Rechner entwendet zu haben. Wie jetzt? Die Eindringlinge sammeln alten Elektroschrott? Vermutung. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie die alte Technologie reaktivieren wollen. Ach komm. Du glaubst also, dass dieses hochentwickelte Volk alte, ausrangierte Leiterplatinen und Transistoren klaut? Wofür? Viele dieser Elemente sind zwar alt, jedoch lassen sie sich bei einer erfolgreichen Reaktivierung in operativen Einheiten zur Berechnung größerer Aufgaben einsetzen. Du meinst, sie brauchen diese alten, schrottigen CPUs hier für ihre Berechnungen? Vielleicht auch nur die Rohstoffe, um daraus neue Einheiten zu bauen. Kommt auf die Aufgabe an, die sie zu lösen haben. Höhere Rechenleistung, schnellere Ergebnisse. Das klingt eher nach Verzweiflung als nach einer gut geplanten Invasion. Es ist nur eine These, Commander. Um diese zu untermauern, sollten wir noch mehr Informationen sammeln. Gut, dann gib mir Bescheid, sobald du wieder eine Ordnung hast. Positiv. Oh, ich will mich hier aber auch noch ein bisschen umgucken. Beschädigt das Sky End Blaster. Heldenruf, da haben wir doch schon wieder eine legendäre Waffe gefunden. Einhandwaffe Feuerschaden. Aber trotzdem nicht so gut wie das Buttermesser. Ach so, ja, wir sind hier wieder aufgestiegen. 64, Mann, Mann, Mann. Da braucht man noch eine Weile, bis wir da angekommen sind. Jetzt kriege ich es erstmal auf 53 angehoben. Beschädigt das Sky End Blaster. Oh. Ist ja gar nicht so gut. Wie ich jetzt eigentlich gehofft hatte. Und wir haben hier noch einen Tresor, den würde ich noch gerne hacken. Kleiner als, größer als, okay, 0 ist kleiner als 9, ist größer als 1, ist kleiner als 8. Okay. 2 ist kleiner als 7, dann würde ich da die 0 reinsetzen. Okay. 3. Geht doch. Na? Leute. Oh Gott, mir juckt schon in den Fingern da drüben, die Insel jetzt mal zu erforschen.
gerade nachdem wir hier jetzt noch einen Sammelgegenstand gefunden haben. Ich werde mal kurz speichern und versuchen, da oben hochzukommen mit unserem Jetpack. Zumindest rennen hier diesmal keine Ripper rum. Eigentlich müssten wir doch hier rüber, aber das sah doch ganz anders aus im ersten Teil. Da war doch eine Festung von den Klerikern hier, oder nicht? Und wir haben ein Kartenstück gefunden. Ich glaube sogar Kartenstück 1. Ja, das müsste Kartenstück 1 sein. Okay. Hapür, okay. Ich glaube, hier sollten wir nicht hin. Okay, gut. Dann bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan. Reisen zur Grotte. Und schauen uns dann tatsächlich im nächsten Video dann mal die Morkots an. Ich bin gespannt. Vorher werde ich aber nochmal gucken. 70 Lebensenergie fehlt uns. Das heißt, ich nehme einen kleinen Heiltrank. Und was war nochmal 10? Ich glaube, der Energy Drink. Genau. Dann sind wir hier auch wieder komplett geheilt. Ja. Und ich habe mal wieder überzogen mit 65 Minuten insgesamt. Ich will ja eigentlich nie über die Stunde kommen. Egal, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Elex 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.